was mich motiviert, in die Arbeit zu gehen, eigentlich so dieses Gefühl, okay, ich mache einen Unterschied und kann was bewirken. Mit der Humanmilchbank sind wir ein Lebensmittelbetrieb. Wir sammeln die Milch von den Müttern ein, die überschüssige, verarbeiten sie und liefern sie dann Spitäler aus. Ich kann es mir nicht vorstellen, nicht hineinzugehen, diese Halle zu sehen. Es würde mir einfach in der Früh abgehen. Schmerzliche Erinnerungen bleiben eigentlich meist dort, wo sie entstehen. Das kann man eigentlich vergleichen mit einem Kostüm im Theater. Sobald man die Maske ablegt, legt man auch die beruflichen Probleme so gut es geht ab. So das Gefühl zu haben, was bewirken zu können, was ändern zu können, das war der Grund für mich, warum ich mit Kindern arbeiten wollte. Also ich stelle es mir immer so vor, ich packe mit denen einen Rucksack, den Weg müssen sie nahe zwar alleine gehen, aber ich war vielleicht dabei und wenn sie sich nur ein bisschen was davon mitnehmen haben können, dann freut mich das. Und jedes Kinderlächeln ist natürlich wunderschön für mich auch mit anzusehen. Mit Verantwortung umgehen, man lernt sie auch, man ist ja nicht alleine, man wird nicht irgendwo ins kalte Wasser gestoßen, man ist ein Team, das ist der große Vorteil. Prinzipiell sind wir eigentlich sehr stolz darauf, dass wir für die Wiener Bevölkerung Hilfe leisten können. Wenn ich in ein Haus reingehe und ich spüre dieses Gänsehaut-Feeling, dann weiß ich, dass ich richtig bin. Ja.